Schönen guten Tag, meine lieben Zuschauer. Heute haben wir den 8. Juli 2024 und gestern war ja die Wahl in Frankreich. Le Pen überraschend Dritter, oder was heißt überraschend? Das war ja eigentlich ganz klar abzusehen, nach Stichwahlen, dass dann die Rechten, wenn sich alle anderen Parteien zusammenschließen, dann auf den dritten Platz zurückfallen. Aber wir werden sehen, was hier sich in Frankreich daraus ergibt, weil die extrem Linken ja deutschlandfeindlich sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Attal, der Kanzlerkandidat oder Ministerpräsident da in Frankreich, hat schon den Rücktritt angeboten. Ob das Macron hier annimmt, weiß ich noch nicht. Müssen wir sehen, müssen wir abwarten, wie sich da ist, da die Sachen da entscheiden. Aber regieren wird da in Frankreich nicht mehr möglich sein, weil die Linken nicht mit den Rechten zusammenarbeiten wollen. Und das gleiche Problem werden wir hier in Deutschland bekommen. Das werden wir sehen bei den Wahlen in Thüringen am 1.9. und in Brandenburg und in Sachsen. Da werden wir das sehen, wenn die Altparteien sich zusammen gemeinsam gegen die AfD stellen. Wir haben dann nur noch zwei Seiten, wie ich ja auch schon in vielen Videos gesagt habe, die man dann entweder die Altparteien, CDU, CSU, SPD, FDP, Linke, Grüne, BSW gehören zusammen und die AfD auf der anderen Seite. Ne, Werteunion ist ausgefallen, wird dann vielleicht auch noch. Und die Wagenknecht-Partei in Thüringen, ist die Wagenknecht überhaupt nicht als Persona zu wählen, sondern man müsste schauen, welche Politiker da überhaupt antreten, ob das nicht ehemalige Linke sind, welche Themen die haben. Und nachher werden die sowieso dann umfallen, wenn die dann mit Linke, FDP, CDU, Grüne, SPD zusammen regieren. Dann haben wir den Einheitsbrei vorher und auch nachher, und es wird sich in Deutschland, in Thüringen, in Europa, in Frankreich nichts ändern. Da muss dann schon so ein Viktor Orban geheimer Mission, sage ich mal, nach Zelensky, nach Kiew reisen, nach Moskau, nach China zum Xi, um da mal Friedensgespräche, Waffenstillstand anzusprechen, was ich eigentlich von einem Olaf Scholz oder von einer von der Leyen erwarte, um hier Frieden in Europa zu bekommen, damit man hier, weil ohne Russland bekommen wir hier keinen Frieden in Europa und die ganzen Waffenlieferungen, den Wiederaufbau. Und nochmal, die Ukraine gehört nicht in die EU und ist auch noch nicht in der EU und auch noch nicht in der NATO, weil da muss man immer noch Russland mit ins Gespräch nehmen. Aber das kam ja gestern auch hier bei Interview, ARD, Bericht aus Berlin, hier zur Sprache. Ich mache mal hier so eine kleine Einleitung, war dann hier Helmut Kohl, Gerhard Schröder, wurde dann hier genannt, Deutsche Einheit, Euro, obwohl ja die AfD die EU abschaffen möchte, wie Le Pen ja auch. Das ist vielleicht das falsche Wort, dann musst du eigentlich neu reformiert werden, dann müssen Abgeordnete, das ganze Korrupte müsste eigentlich da raus, dass nicht alle Gesetze aus Brüssel kommen, wie diesen kleinen Plastikdeckelchen jetzt an der Flasche. Das soll jetzt das Plastik hier, das Plastikproblem in den Meeren retten. Wie, da müsste man erstmal in ganz Europa oder in der EU ein Plastikpfandsystem einführen. Ne, in Griechenland schmeißt man die ganzen Flaschen plus Deckel einfach in die Natur rein oder in Italien oder wo auch immer. Da gibt's kein Pfand auf Plastik. Das müsste man dann EU-weit mal einführen. Aber dann werden vielleicht die anderen Länder sagen, nee, das wollen wir nicht. Ja, da muss man immer gucken, wir haben 27 Staaten hier in der EU und die alle unter einem Hut zu bekommen, aber Hauptsache Deutschland ist jetzt hier mit dem kleinen Plastikdeckelchen an der Flasche, wo man sich ja nachher hier vollschüttet oder nicht richtig da eingießen kann. Solche Gesetze kommen dann hier von der Europäischen Union oder mit dem Diesel aus, ne? Alles hier. Und die große Politik, die großen Erfindungen werden im Silicon Valley oder hier in bei den Golfstaaten oder in China, wo auch gemacht. Und Europa fällt jeden Tag Schritt für Schritt zurück. Das muss man hier ganz klar mal so sehen. Oder so sehe ich das, das was so meine Meinung hier ist. Ne? Dann hier auch nochmal in der Einleitung wurde nochmal Gerhard Schröder genannt, der ja auch mit Putin auch hier im Bundestag geredet hat, mit Sigmar Gabriel, die billigen Rohstoffe, die Deutschland ja zugute kamen. Jetzt zahlen wir aufgrund Nord Stream 2, der größte Anschlag auf die deutsche Wirtschaft, keiner erwähnt das mehr hier. Wer hat Nord Stream 2 gesprengt? Wer steckt dahinter? Waren das Freunde? War das die Ukraine selber? Hat Amerika damit die Hände im Spiel? Weil, oder warum wird das nicht veröffentlicht? Weil Russland war es mit Sicherheit nicht.
meinem, ne, sage ich ja auch schon in mehreren Videos, könnt ihr ja mal reinschalten. Und das wurde da in der Einleitung so genannt, Nord Stream 2, die Aufklärung steht immer noch im Raum. Die einzige Partei, die einzige Oppositionspartei in Deutschland, die das vielleicht mal nennen würde, wäre hier AfD, ne? Vielleicht noch die Wagenknecht-Partei. Dann wurde nochmal ein kleiner Rückblick gemacht hier von Wannsee-Konferenz 2.0, wo die Berichte mit Korrektiv alles korrigiert werden müsste. Redet heute kein Mensch mehr von, aber Hauptsache alle gingen auf die Straße und man hat gesehen, AfD ist grottenschlecht, man muss die bekämpfen. Dann auch hier mit Döp, mit Sylt redet auch kein Mensch mehr von. Man hört das jetzt nur im Stadion von anderen Fans oder andere singen das aus. Auch, das ist die Frage, sind das alles hier jetzt Rechtsradikale? Keine Ahnung, ne? Und dann hier Krah Bystron mit den Geschäften mit Russland. Es liegen noch keine einzigen Beweise. Bis heute liegen keine Beweise vor. Aber hier riesen Tantam machen, um die EU-Wahl zu stören. AfD ist grottenschlecht und jetzt interessiert das keinen Menschen mehr. Keine Ahnung, was hier läuft, aber die EU-Wahl ist die AfD als zweitgrößte Partei herausgegangen. Das gleiche wie auch in Frankreich mit National hier mit Le Pen, die hier auch die stärkste Kraft aufgrund dessen ja Macron hier Neuwahlen im Nationalparlament hier aufgelöst hat und Neuwahlen eingeleitet hat. Das hätte man hier in Deutschland eigentlich auch machen müssen, aber dazu ist man zu feige. Das macht man nicht, weil die Altparteien, weil die Ampelregierung genau weiß, die werden nicht mehr wiedergewählt. Die kleben alle an ihren Amtssätzen. Und man müsste wirklich eine direkte Demokratie haben, was die AfD ja auffordert, bin ich auch voll dabei, dass man auch Parteien oder Regierungen nach 2 Jahren abwählen kann. Punkt. Aus. Ne? Wollen wir Neuwahlen, dass man das Volk fragt und nicht hier die Regierenden, dass die dann hier einen Misstrauensantrag stellt vom, nee, wie genau wie bei Joe Biden, der eigentlich viel zu alt ist, will nicht zurücktreten, ist total von der Rolle bei dem Interview, aber will weiter Kanzler, weiter US-Präsident bleiben. Da muss man schauen, wie sich das hier alles weiter zuspitzt. Das ist ja halt, wo ja auch Deutschland auch die von der Politik von denen ja abhängig ist, ne? In der EU hat sich jetzt auch Viktor Orban auch mit FPÖ und wie heißt er, mit Herbert hier mit Belgien, Flame-Partei, Dänemark und andere strömen jetzt da hinzu, eine neue Fraktion im Europaparlament. Mal schauen, ob die AfD sich da auch zu besinnt. Ich kann da nur zu raten, damit man da auch einen Gegenpart hat. Vielleicht mit Le Pen. Meloni ist ja auch quasi umgekippt, wurde ja von der Leyen quasi eingekauft, hat ja vor der Wahl ganz anders geredet, auch eine rechte Partei hier in Italien, aber jetzt hat man die mit eingefangen und bei der Europawahl, bei den Benennungen der Posten, hier mit, wie heißt sie, Callas und von der Leyen und noch jemand hier, ne, und man hat hier Meloni oder irgendwie deren Vorschläge gar nicht beachtet, als wenn die Meloni gar nicht da wäre. Das muss man sich mal alles hier vor Augen führen, was hier in Europa die Wahlen, wie gesagt, wenn Wahlen was verändern würden, würden die abgeschafft werden. Ne? Muss man ganz klar so sagen. Jetzt ist die Frage, das Interview beginnt hier, schalte ich euch gleich um. Hört selber rein, ich habe da mal was rausgeschrieben, hört mal, Thüringen hat 8048 Erstanträge von Asylbewerbern. Am liebsten, ja, und ich sag dann, hört erstmal rein, dann sage ich danach noch was zu, weil die Einleitung war ja schon viel zu lang, das ist ja schon ein kleines Video, weil ich wollte es nicht zu lange hier berichten, aber das ist so umfangreich, was in den letzten Tagen hier passiert ist. Ich habe ja auch jetzt hier 3 Tage keine Videos gemacht, deswegen wird das hier ein bisschen länger. Ich schalte euch mal um und dann sage ich noch mal ein paar Punkte zu diesem Interview, was hier besprochen worden ist, weil der Interviewer, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie der heißt, der beginnt ja erstmal mit der Wahl in Thüringen, das ist eine Landtagswahl und dann wird dann zusammengeschmissen mit Rückführung, mit Drittländern, Abschiebung, offene Grenzen, das kann ja Thüringen gar nicht alleine bewerkstelligen, das ist ja eine Landtagswahl, da muss man ja Landesthemen als Probleme sehen. Aber die haben ja auch ein Einwanderungsproblem, die haben auch zu wenig Fachkräfte oder Arbeiter. Modo Ramelow, da muss ich Ihnen recht geben, bei Markus Lanz hat er ja gesagt, wir haben dieses Fachkräftemangel, das ist eigentlich ein ganz falsches Wort, wir brauchen eigentlich normale Menschen zum Arbeiten für Kellnern, Verkäufer,
Kehrer, Reinigungskräfte, die ganz einfachen Arbeit, die ja in diesen Ländern im Osten ist ja auch Bevölkerungsschwund. Die Jungen ziehen alle in die Großstädte, die kleinen Dörfer sterben aus und dann stirbt natürlich die Arztpraxis, die Gaststätte, der Einzelhandel, die Apotheken. Das ganze Soziale stirbt dann weg und die Alten bleiben dann übrig und müssen ja auch irgendwie versorgt werden, dieses Land sterben. Und da muss ich Ihnen recht geben, wir sind ja ein kinderfeindliches Land, wir haben ja pro Schnitt nur ein Kind und dann will man das jetzt mit Migranten, die wir nicht kennen, ohne Papiere hier reinlassen. Das kann Thüringen natürlich nicht alleine lösen, aber die ganzen Messerstechereien, die ganzen Vergewaltigungen, die wir ja jeden Tag schon lesen und hören, die kommen aus einer falschen Einwanderungspolitik seit 2015. Und jetzt fallen uns die ganzen Probleme vor die Füße und die kriegen wir ja so gar nicht gelöst, die kriegen wir auch nicht abgeschoben. Da kann doch nicht eine Frage gestellt werden, ja, wollen Sie denn jetzt von Erfurt nach Kabul die Afghanen abschieben? Das ist natürlich nicht möglich, weil wir brauchen ja erst, da wird das Flugzeug ja in Kabul abgeschossen. Man muss ja erstmal ein Abkommen haben mit Afghanistan. Nur Afghanistan wird sagen, nö, Kriminelle nehmen wir nicht zurück. Die wir einmal im Land haben, werden wir nicht mehr loswerden. Da müssen wir uns drauf einstellen. Die hier sind, werden wir nicht mehr los. Und es kommen ja jeden Tag 100, 200, 500 neue über die Grenzen ohne Papiere. Das wird ja gar nicht gestoppt. Und da müsste man erstmal anfangen, dass die Grenzen geschlossen werden. Das muss aber dann auch schon europaweit passieren, weil Deutschland schiebt die Probleme nach Brüssel, nach der EU. Ja, ihr müsst euch darum kümmern. Aber daran wird das Ganze zerbrechen und an dem Krieg, aber das ist ja ein zweites Thema. Das geht erstmal nur um Thüringen, wie man da die Probleme lösen möchte. Und hier es wurde dann Timo Kopalla gefragt, hier, wie man das sachlich lösen kann. Also wir bleiben hier auf der Sachebene und nicht direkt hier mit dem einen N-Wort alles hier vom Tisch wischen. Ihr seid ja eh N-Worte, ihr habt ja eh nur ein Ding im Sinn. Nein, da stecken 30, 40 Millionen oder hier Wähler dahinter, die ja die AfD wählen, Tendenz steigend, und die wollen hier eine Veränderung haben. Wir wollen hier ein sicheres Deutschland haben. Die Kriminellen müssen eigentlich wirklich abgeschoben werden, wohin auch immer, wo die auch herkommen, egal ob Abkommen oder nicht Abkommen. Hier muss ganz klar gelten, der Deutsche muss an erster Stelle stehen, Straßen müssen hier repariert werden, die Bundesbahn muss repariert werden, Lufthansa, Polizei, Bundeswehr. Wir haben hier genug Kosten, bevor wir erstmal andere Länder helfen, müssen wir uns erstmal wieder selber auf unsere eigenen Probleme besinnen. Und dann, wenn Deutschland nach 5, 6 Jahren wieder mal an dritter, vierter Stelle, falls wir da je wieder hinkommen, mit der grünen Regierung mit Sicherheit nicht. Mit der Politik, die wir jetzt zurzeit fahren, mit Sicherheit nicht. Solange die Grünen hier Bundesebene oder auf Landesebene mitregieren, wird Deutschlands Wirtschaft immer weiter zerfallen. Alles wird teurer werden. Die Schere Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Der Wohlstand schwindet immer weiter. Und das wird vielleicht auch, ich weiß nicht, ich habe nicht ganz gehört, das Interview, oder habe nicht mehr so alles hier aufgeschrieben. Aber der erste Teil ist erstmal nur Thüringen, und weil ja da am 1.9. die Wahlen sind, ne? Ist ja in 2 Monaten, ne? August, September, Oktober, ne? August, September, nach 2 Monate haben wir hier Wahlen in Thüringen, und dann folgt ja schon Sachsen und Brandenburg. Und da wird sich hier was verändern. Wir werden, meine große Befürchtung, Verhältnisse haben wie in Frankreich, eine Pattsituation, oder dass die alle Altpartei mit der Wagenknechtpartei, die im Osten persönlich gar nicht gar nicht auftritt persönlich, die leiht nur ihren Namen, weil die ja im Bundestag bekannt ist, hat eigentlich ein Mandat von den Linken, und die müsste eigentlich dieses Mandat zurückgeben. Wird ja auch nicht gemacht, genau wie jetzt die eine grüne Politikerin, weiß nicht, Güler, wie die heißt, dann gewechselt ist zu der CDU, dann müsste die eigentlich auch ihr Mandat zurückgeben. Oder sehe ich das falsch? Ja, da gibt es dann auch wieder zweierlei Meinungen, aber ich schalte euch jetzt erstmal um zu dem Interview und sag dann zum Schluss noch was zu diesen Punkten. Okay. Eben gerade gehört, die Sonne der Regierungsverantwortung soll im Osten aufgehen.
Da erwarten die Wähler auch zu erfahren, was wäre denn anders, wenn die AfD in der Regierung wäre. Sie versprechen natürlich, die Migration stärker zu begrenzen. Thüringen hat im vergangenen Jahr 8.048 Asylbewerber aufgenommen. Wie viel wären es, wenn sie regieren würden? Ja, vor allen Dingen muss man ja immer unterscheiden, was Asylbewerberstatus eigentlich bedeutet. Und sukzessive kann man sicherlich Asylbewerber aufnehmen. Die Frage ist, wenn natürlich der Fluchtgrund, das ist Krieg und Vertreibung, sozusagen ins Absurdum geführt ist und auch nicht mehr existiert, müssen diese Asylbewerber wieder zurück. Und das geschieht ja aktuell nicht. Aber also das sind die Erstanträge, 8.048. Wie viel wären es, wenn Sie regieren? Was wäre da Ihr Ziel? Ja, unser Ziel muss es natürlich sein, auch gerade was eine vernünftige Außenpolitik angeht, dass es so wenig wie möglich Asylanträge sind. Wenn es geht, nur noch, also die Zahl null, muss man ganz klar sagen, dafür müssen wir eigentlich Sorge tragen, dass wir auch den Menschen in den Heimatländern, wo diese Menschen herkommen, das gegeben, dass sie im Prinzip auch nicht mehr die Fluchtgründe haben. Also Krieg muss verhindert werden und dazu zählt eben auch Diplomatie. Aber wie geht das, wenn man thüringische Landesregierung ist? Ja, als Thüringer kann man als allererstes die thüringische Landesregierung, genauso wie natürlich eine sächsische, kann natürlich als allererstes Grenzkontrollen durchführen. Das sind auch Maßnahmen, das wäre zum Beispiel ein Programm der ersten 100 Tage, wo wir ganz klar sagen, restriktive Grenzkontrollen, diejenigen, die kein Asyl in Deutschland gewähren muss, nach den Gesetzmäßigkeiten. Aber Thüringen hat gar keine, ich bin ja selber Thüringer, keine Außengrenze. Ich rede ja auch von Sachsen und auch der Verteilungsschlüssel, der in Deutschland existiert, das kann eine thüringische Landesregierung sehr wohl zurückweisen. Wir müssen insgesamt dafür sorgen, dass die Migration in der jetzigen Form, wie sie stattfindet, endgültig der Vergangenheit angehört. Und das sagen wir bereits seit 2015. Sie haben eben gerade den Verteilschlüssel angesprochen. Ich erkläre das mal kurz. Das ist der sogenannte Königsteiner Schlüssel. Da wird nach sozusagen Wirtschaftskraft und Einwohnerzahl werden die Flüchtlinge in Deutschland verteilt. Thüringen hat da ungefähr 2,4% der deutschen Asylerstaufanträge, sozusagen die Thüringen bearbeiten. Das würden Sie nicht mehr mitmachen. Das würden wir nicht mehr mitmachen. Ich denke, es ist wichtig, dass die ersten Bundesländer aus diesem Verteilschlüssel auch ausscheren, um auch Druck auf eine Bundesregierung zu machen, damit diese Politik endlich geändert wird. Und das wäre eine Maßnahme der ersten 100 Tage, wo wir sofort sagen, restriktive Grenzkontrollen für die Anrainer Bundesländer zu den Grenzregionen, dass wir sozusagen keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen und auch keine Migranten mehr aufnehmen. Wir wissen, dass dieses Asylsystem maßlos ausgenutzt wird von Kriminellen und von Leuten, die in Deutschland nichts zu suchen haben. Aber wenn Sie das machen würden, würde das nicht das totale Chaos in Deutschland bewirken? Weil was macht dann Hessen? Was macht dann Bayern? Was macht dann Niedersachsen? Ja, die müssten sich natürlich auch überlegen, wie das im Prinzip mit dieser Migrationspolitik weitergeht. Ich muss Ihnen da leider sagen, aktuell haben wir ja mit dieser Migrationspolitik ein absolutes Chaos. Vor allen Dingen in den Ländern, in den Kommunen, die es nicht mehr leisten können, die es nicht mehr auch finanzieren können. Und ich möchte auch den sicherheitspolitischen Bereich hier mit in die Debatte hineinbringen. Wir erleben aktuell, dass diese Migrationspolitik für die Sicherheit der deutschen Staatsbürger eine große Gefährdung ist mit diesen vielen Vorfällen, mit diesen vielen Morden, die wir jede Woche, jeden Tag mittlerweile erleben, die schon zum Normalzustand in Deutschland geworden sind. Die Fälle, die Sie ansprechen, zum Beispiel kürzlich in Mannheim oder auch diese Woche in Bad Oeynhausen, die beschäftigen viele Menschen, empören, verunsichern viele Menschen, dass es zu solchen Fällen gekommen ist. Da finde ich es interessant, Sie haben im Thüringer Wahlprogramm sprechen Sie auch das Waffenrecht an und sagen, können wir vielleicht auch mal kurz zeigen, die verdachtsunabhängigen, anlasslosen Waffenaufbewahrungskontrollen wollen wir abschaffen. Warum soll im Waffenrecht etwas gelockert werden in einer Situation, wo so viele Menschen sagen, ich fühle mich unsicher? Nur, das ist jetzt eine Thüringer Wahlprogrammforderung, die natürlich die Thüringer Kollegen in ihr Wahlprogramm gegeben haben. Ich denke, das kann man durchaus, die Menschen, die eine Waffe besitzen, werden sowieso grundlegend und auch gründlich geprüft. Aber Sie wollen das ja nicht mehr so stark prüfen. Ob die Eignung vorhanden ist. Und ich denke, es sollte trotzdem möglich sein, dass zum Beispiel Sportschützen eine Waffe auch zu Hause haben dürfen und auch diese natürlich dementsprechend aufbewahren können. Aber Sie wollen ja da offenbar nicht mehr kontrollieren, wo die aufbewahrt wird. Können Sie mal kurz erklären, für wen ist das gut? Ich denke schon, das ist jetzt ein Einzelfall aus Thüringen, den ich jetzt nicht genau kenne. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Insgesamt denke ich, sollten die Vorschriften, die aktuell herrschen, weiter eingehalten werden. Die sollten aber nicht dazu genutzt werden, dass man im Prinzip Bürgern, die sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, die Waffenbesitzkarte oder das Waffenrecht entzieht. Wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, es geht darum, auch ein bisschen deutlich zu machen, wo sind sozusagen Ihre politischen Angebote. Wir haben eben über die Kriminalität gesprochen. Wie verhindern Sie solche Vorfälle wie in Mannheim oder in Bad Oeynhausen? Ja, das muss man ganz klar sagen, wenn man den Täter sieht in Mannheim und in Bad Oeynhausen, das sind Personen, die hier in Deutschland nichts zu suchen gehabt hätten.
die schon lange abgeschoben hätten werden müssen. Das waren straffällig oder auch polizeibekannte Asylbewerber. Also hier muss es erstmal darum gehen, dass diese sofort abgeschoben werden müssen. Und da reden wir von Größenordnung von 250.000 bis 300.000 Personen, die insgesamt hier kein Bleiberecht in Deutschland mehr haben. Und die muss man sofort abschieben. Aber wie macht man das schneller? In Ihrem Wahlprogramm zum Beispiel auch in Thüringen steht drin, dass Thüringen selber Abschiebeflüge organisieren will. Wie muss man sich das vorstellen? Fliegt man dann von Erfurt nach Kabul? Ja, zum Beispiel. Es ist ja ganz klar, dass man natürlich mit diesen Ländern als allererstes auch Rückführabkommen schließen muss. Wir haben auch immer wieder gefordert, zum Beispiel in Drittstaaten Asylzentren einzuziehen. Was passiert dann am Flughafen Kabul, wenn die Thüringer Polizei dort landet und sagt, wir sind hier? Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt, man muss natürlich auch Rückführabkommen schaffen. Und der größte Fehler, der hier begangen wurde, ist, dass diese Menschen erst hier hineingelassen wurden. Und jetzt reden wir darüber, wie wir sie da hinausbekommen. Rückführabkommen mit den Ländern muss man schließen und natürlich auch Asylzentren in Drittstaaten. Mittlerweile übernehmen das alle anderen Parteien, was wir seit 2015, 16 gefordert haben. Und daran sieht man, dass AfD auch wirkt. Ein weiteres wichtiges Thema für Ihre... Ja, meine lieben Zuschauer, jetzt, ihr seht, das ist schon sehr umfangreich, wie dann hier Bundesthemen mit Landesthemen hier vermischt werden. Und Thüringen hat 8048 Erstanträge von Asyl. Klar, erstmal klar, keine mehr reinlassen. Die Grenzen müssen geschlossen werden. Das kann aber nicht Thüringen lösen, sondern wie Kopalla da schon sagte, müsste man von Thüringen aus Druck auf die Bundesregierung machen. Nur da ist die Frage, ob ein Bundesland das alleine kann. Das ist die große Frage, da sage ich mal, wird sehr schwierig werden, weil dann im Bundesrat hier Thüringen überstimmt wird. Und da müssen schon mehrere Länder, wenn es der ganze Osten blau wäre, ne, wo oder die AfD eine Mehrheit hätte. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber ich glaube, in diesen Wahlen vielleicht noch nicht. Vielleicht erst in 4, 5 Jahren. Das muss sich alles noch ein bisschen entwickeln. Die AfD ist ja auch noch eine sehr junge Partei. Dann mit Waffenrecht, sagen wir mal so, unsere ganzen neuen Flüchtlinge, unsere neuen Gäste haben alle eine Machete dabei und ein Messer dabei. Wie soll man sich verteidigen? Keine Polizei ist in der Nähe. Viele wollen einen kleinen Waffenschein haben und wollen sich direkt verteidigen können, gerade für unsere Frauen. Da ist vielleicht eine Schreckschusspistole, Gaspistole, Pistole schlägt Messer, habe ich auch schon in mehreren Videos gesagt. Weglaufen kann man vielleicht nicht mehr, aber dann haben wir schon bürgerkriegsähnliche Zustände. Aber was will man machen, wenn hier so 18 Jugendliche auf ein Mädchen oder auf zwei, haben wir ja gesehen in Bad Oeynhausen, was denn passiert, dann wird denn hier nicht mehr so, dass derjenige an Kopfverletzungen stirbt. Oder hier in Mannheim. Messer dabei und gezielt, die haben Kampf erfahren, die kommen aus ganz anderen Regionen, ganz andere Mentalität und Religionen, Lebenseinstellung. Da zählt die Frau ja als minderwertig. Das muss man sich mal alles vor Augen führen, was wir alles hier im Land haben. Und das kann natürlich Thüringen alleine gar nicht lösen. Nur vielleicht wird denn durch Thüringen mal die Probleme im Landtag oder vielleicht einmal im Bundestag hineingetragen. Und da kann dann so eine Frau Nancy Faeser nicht sagen, ja, das sind wir ja teilweise selber schuld, das Bundesvolk, wenn wir nicht richtig integrieren. Das muss man ja mal, vielleicht ist einzelne Länder, einzelne Dörfer, einzelne Gemeinden sind vielleicht auch völlig überfordert. Vielleicht ist auch gar nicht genug Arbeit da. Man hat gar nicht genug Wohnungen, gar nicht genug Möglichkeiten mit Einkommen, Schulung, alles drum und drum. Da gibt es vielleicht Einzelfälle, wo das klappen mag. Aber in Summe, in Masse sind die einzelnen Bundesbürger alle total überfordert, gerade auf dem ländlichen Bereich. Nehmen wir mal Ahaus. Oder hier, hier Hagen, Saarbrücken, schaut mal in die Innenstädte rein, fahrt mal nach Duisburg, Marxloh, Rheinhausen und wenn denn da schon, oder hier in der Hamburg Blaue Moschee, habe ich auch schon öfters erwähnt, in manchen Stadtteilen ist das schon deren Land und da treten die öffentlich auf und ich bekomme ja auch schon hier Antworten, Kommentare, ich lasse die alle stehen, können da durchlesen, da sträube ich mir auch schon, dass man hier die Reporter köpfen möchte oder hier die Christen alle abschlachten möchte, so sinngemäß, da wird mir aber schon anders oder wenn man hier auch so Videos hier sieht, da freut sich einer, was da in Mannheim passiert ist und da haben wir zu Tausende. Ne? Man sagt Kino Kopalla hier 300.000 nicht
die keinen Aufenthaltsstatus haben, sind dann hier in Deutschland. Was meint ihr, wenn die in der Türkei leben würden, die kämen alle ins Gefängnis, wie das hier dem Stuttgarter Paar passiert ist, was beim Erdbeben geholfen hat und kamen dann, weil das Visum abgelaufen ist, kamen die dann ins Gefängnis für Ausreisepflichtige. Das muss man sich alles vor Augen führen, wo die Leute herkommen. Das sind ganz andere Mentalitäten, ganz andere Einstellungen, ganz andere Kulturen, die hier aufeinandertreffen. Und das hat mit Gastarbeiter, mit dieser, was früher kam, die haben wir ja geholt, weil wir hier Arbeit zu viel hatten und wir hatten zu wenig Leute. Jetzt haben wir keine Arbeit mehr, die Deutschen flüchten alle, die Firmen machen alle zu und die sind nicht ausgebildet, wollen sich auch nicht weiter ausbilden lassen. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier mit der Hartz- und Bürgergeldregelung ist. Richtig, wenn man sagt, das muss 30% gekürzt werden. Aber dann rennen die Leute direkt zum Anwalt und machen direkt hier Anträge. Nee, das ist mir zu weit, 3 Stunden zu fahren. Kommen dann 3 Tage und dann hören die auf. Oder halt, wenn hier eine Stadt überschwemmt wird, das sind Sandsäcke aufzufüllen, kommen 2 Tage und nee, ist mir zu schwer, mache ich nicht mehr. Und die bekommen dann unser Bürgergeld. Da muss man vielleicht erstmal hinschauen. Aber wir haben ja schon unsere ganze Bürokratie haben wir ja abgebaut in den Rathäusern. Da ist ja überhaupt keiner mehr, weil ein Computer oder hier so ein Tonband, die werden das nicht nachverfolgen. Nachverfolgen müssen das Kontrolleure, Inspekteure, Polizei und das muss ja alles zusammenarbeiten. Und da hat Deutschland alles kaputt gespart unter Merkel. Unter Merkel wurde alles kaputt gespart, abgeschafft mit dieser schwarzen Null, hat alles hier in die EU rübergeschoben und ins Ausland ist ja schon unter Merkel passiert. So ist das ja nicht. Wir machen ja nicht jetzt erst die ganzen Radwege in Ruanda oder hier in Peru oder was weiß ich wohin. China bekommt schon seit 15, 20 Jahren Entwicklungshilfe, obwohl die schon wirtschaftlich total stärker sind als Deutschland. Oder die fliegen hier zum Mond mit Indien. Das muss man sich alles mehr vor Augen führen. Hier muss ganz klar gelten, wie ich eben schon sagte, Deutschland zuerst. Unsere Probleme müssen erstmal zu selbst gelöst werden. Und wie gesagt, hier wird vielleicht auch die EU zerfallen. Hier wird gewählt, alles nach rechts. Und man tut so, als hätten die Altparteien, als hätten die gewonnen. Die werden alle eingeladen. Ursula von der Leyen macht trotzdem weiter. Ja, weil die EVP die stärkste Fraktion ist, obwohl die ja nichts dazu gewonnen haben. Haben auch nichts eingeschwächt, klar, weil die Stammwähler werden ja immer kleinere Risiko. Das werden wir ja hier in Deutschland auch erleben. Wir werden ja nicht so einen Wandel haben, dass die CDU auf 10% runterfällt. Man weiß es nicht. Wir werden sehen, was hier noch alles passiert. Aber sollte jetzt die CDU hier unter Merz auch ein Totalausfall, macht genauso weiter wie Merkel, die hat ja auch von 40% die Partei, die CDU, auf 22% herabgewirtschaftet und wenn der Merz jetzt auch von 30% auf, was weiß ich, 15% fällt, weil es hier sich nicht bessert, dann wird man das der CDU anlasten. Jetzt lastet man das der SPD ja überwiegend an. Die Grünen haben ihre Stammwähler, die Neureichen, nenne ich ja auch immer die neuen E-Autofahrer, Lastenfahrradfahrer und Eigenheimbesitzer, Hausbesitzer, die hier von diesem Wirtschaftssystem richtig profitieren mit Solaranlagen, mit Windrädern, die profitieren davon, auf Subventionen, was natürlich der Stromkunde teuer bezahlen muss. Was der Autofahrer, der noch mit Diesel oder einem Verbrenner fährt, bezahlen muss an der Tankstelle. Wir zahlen 40, 50 Cent hier fast an CO2-Steuer. Ne, das muss man sich ganz klar bewusst werden. Das muss ja irgendwo herkommen, weil die Reichen wollen ja nicht besteuert werden. Nein, bloß keine Vermögensteuer, bloß keine Erbschaftssteuer. Und das sind denn die, vielleicht auch AfD-Wähler, möglicherweise, weil die AfD, das sage ich ja auch öfters, wollen ja keine Vermögen und keine Erbschaftssteuer. Und da ist ja die Frage, warum nicht? Ist das der Klientel, woraus die finanziert werden? Müsste mir mal einer hier sagen, weil das sind ja alles hochgebildete, ne? Maximilian Krade wird auch nicht arm sein, der Brandner oder hier von Storch. Alles weil, die sind vielleicht alles Milliardäre, die haben ja vorher gute Jobs gehabt. Ich weiß nicht, das sind alles Vermutungen. Aber muss ja irgendwo herkommen, das ist ja dann der Unterschied zur Sarah Wagenknecht, die ja ganz klar eine Vermögen- und Erbschaftssteuer möchte. Weil es muss von
Es kann nicht sein, dass es weiter hier läuft, dass das Vermögen von unten nach oben verteilt wird. Also oben die Reichen werden immer reicher und die Armen hier in Deutschland immer mehr und wir holen uns die Armen immer noch ins Land. Das muss eigentlich irgendwann mal umgekehrt muss das gemacht werden. Wir brauchen hier einen Vermögensschnitt oder hohe Abgaben auf 10 Jahre gestreckt. Es wird auch keiner hier Deutschland verlassen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil noch sind wir ein sicheres Land, noch haben wir eine gute Gesundheitsversorgung, noch haben wir noch, großgeschrieben. Ne? Das müsste so sein wie in der Schweiz, dass hier auch Vermögensteuer abgegeben werden müssen, dass alle in eine Rentenkasse einzahlen, sage ich ja auch mal in mehreren Videos. Das wäre schon mal ein Konzept, was mir bei der AfD noch nicht so klar hervorgeht, mit Vermögensteuer, mit Erbschaftssteuer, mit Einzahlen in eine Rentenkasse, Mindestlohn auf 20 Euro erhöhen, dass man auch von dem Lohn leben kann. Aber klar, das scheint natürlich für die Preise, aber da müsste man zumindest die Grundnahrungsmittel mit Strom, Wasser und Miete, alles was Grundnahrungsmittel sind, die müssen gedeckelt werden. Es kann nicht sein, dass Kartoffeln, Mehl, Zucker, Brot, Butter den 100% Preissteigerung haben beim Discounter. Ich zahle jetzt für eine Margarine 1,49. Das habe ich früher für eine Butter 250 Gramm bezahlt oder 500 Gramm. Da hat die Margarine 79 Cent gekostet. Oder eine Tüte Kekse haben 1 Euro gekostet. Jetzt kostet eine Tüte Kekse 2,50 Euro. Das muss man sich mal vor Augen führen. Alles, was süß ist, ist extrem teuer geworden und die meisten Leute gehen nicht mehr essen. Die meisten Leute in der Normalschicht können sich da teurer essen, das gesunde Essen, dieses Bio, schon mal gar nicht mehr leisten. Vom Preis her schon nicht. Muss man sich ganz klar so sehen, weil so eine Annalena Baerbock oder ein Herr Lindner oder ein Olaf Scholz oder wie sie alle heißen, die da im Bundestag sitzen, auch die AfD, ne? Klar, alle Abgeordneten, die verdienen 15.000 Euro im Monat, denen betrifft das ja noch nicht, die zähle ich ja mal zu den Reichen, aber die Unterschicht und die Mittelschicht und die ganzen Bürgergeldempfänger und die kleinen Rentner, die eine kleine Rente bekommen, die müssen immer weiter sich einknapsen, können nicht mehr zum Kino, können sich eine Tasse Kaffee von 5 Euro draußen gar nicht mehr leisten. Und jetzt soll das Deutschland-Ticket auch noch von 49 Euro noch erhöht werden. Ja, das ist die einzige Bewegungsmöglichkeit. Ein Auto fahren ist auch bald nicht mehr möglich, wenn Strom und Miete noch richtig teuer wird. Weil Strom, der wird nicht billiger werden. Da sehe ich nicht, dass der auf 15 oder auf 10 Cent zurückfällt. Der bleibt bei 35, Tendenz steigend. Profitieren machen das nur, die Gewinner sind die Windparkbetreiber und die Solarbetriebe und die ganzen Paneele kommen alle aus China. Und die Windflügel vielleicht auch noch. Aber nun, ja, wir werden sehen, ob die AfD das hier schafft, ob die ganzen Themen so am Schirm haben. Wie gesagt, man müsste eine eigene Partei gründen und sich überall diese Punkte, die man gut findet, herauspicken, aber dann wird man nicht gewählt. Die müssen ja auch irgendwie Mehrheiten haben, aber eine Partei für die normalen Bürger sehe ich hier momentan noch nicht. Die haben jetzt hier die AfD so die allgemeine innere Sicherheit, Krieg mit Russland beenden, also Frieden, was ich auch sehr wichtig finde, weil das ganze Geld, was in die Ukraine fliegt, brauchen wir erstmal hier in Deutschland. Dann EU komplett umbauen. Keine Entwicklungshilfe und dann Kriminelle müssen abgeschoben werden, egal woher sie, oder keinen mehr reinlassen. Bildungssystem muss ausgebaut werden, dann zurück zur Atomkraft, dass wir hier erstmal wieder in Deutschland billigen, bezahlbaren Strom bekommen und Gas. Davon hängt erstmal alles ab. Aber da sehe ich, ne, wie gesagt, der Deutsche wählt das kleinere Übel. Alles bekämpft jetzt die rechte Partei oder die Konservativen, die einzige Oppositionspartei wird bekämpft. Muss man sich nicht wundern. Wir werden schauen, 2029, ich hoffe, da kann ich noch senden. Wer weiß, was hier noch passiert mit den Internetmedien. Kann ja sein, dass wir da abgeschaltet werden, dass da nur noch eine Einheitsmedien am großen Fernseher, wie bei 1984 in dem Roman, dass man in alle gleichgeschaltet werden. Eine andere Meinung wird nicht mehr akzeptiert. Die Vergangenheit wird gelöscht. Was in der Vergangenheit war, kommt alles in den Vergessnis. Gedankenpolizei, wer weiß, was hier uns noch computertechnisch erwartet, die verbrauchen ja auch jede Menge Stromressourcen.
das halte ich mal auch nicht auf. Deutschland ist da auf dem letzten Platz quasi, was Programmierung, EDV und Computertechnik angeht. Das haben wir alles aus der Hand gegeben. Wer kann denn hier von den normalen Hauptschülern Gymnasium, das ist ja überhaupt kein Pflichtfach, Programmierung, EDV, Mathematik und Physik müsste eigentlich Pflichtfach sein und das müssen alle können, um dann weiter studieren zu können, um überhaupt erstmal mit dem Handy und so überhaupt mitreden zu können. Meine Meinung. Aber wie gesagt, solange wir hier Musik und Religion hier wählen können und abwählen können, die Lehrer fehlen ja auch. Schaut mal, wie in China da gelehrt wird. Die sitzen bis rund um die Uhr und lernen hier 5 Sprachen, Programmiersprachen ohne Ende, Betriebssysteme, Datenbanksprachen und. Alles, was mit Computer zusammenhängt. Und die werden uns jetzt, oder die überholen uns jetzt schon. Schaut euch mal den neuen Dacia an. Da sehe ich keinen Unterschied mehr. Die neuen Autos sind besser als die deutschen Autos. Muss man ganz klar so anerkennen, ne? Und hier bekommen dann, und dann wird nach China hier als Entwicklungsland eingestuft. Ja, da muss man erstmal vielleicht anfangen. Wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Das war jetzt mal so ein Rundumschlag zu diesem Thema, weil, wie gesagt, da kommt ja gleich auch noch Russland im nächsten Video. Mache ich da auch noch mal zu was, aber da greift ja wieder alles ins eine, weil die einzelnen Landesprobleme in Thüringen, die betreffen, die ziehen sich ja dann auch auf den Bund, auf Deutschland und dann von Deutschland auf die EU. Und dann haben wir Europa und dann wird Europa, muss ich entscheiden, Amerika, die BRICS-Staaten, dann hier mit China wie oder Shanghai-Gruppe, wo China auch führend ist, da war ja jetzt auch, glaube ich, letzte Woche so ein Treffen mit Putin. Also Putin ist auf keinen Fall isoliert und wir kaufen vielleicht noch Öl in Indien zum doppelten Preis oder in Aserbaidschan zum doppelten Preis und die bekommen das alles aus Russland geliefert. So viel dazu, ne? Okay, dann schreibt mal in die Kommentare rein, teilt das Video, aktiviert die Glocke, lasst ein Abo da und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.